ja, Andreas und ich, wir freuen uns natürlich, dass wir hier an diesem Tag auch noch ein paar Ideen vielleicht reinbringen können. Es ist ja schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Wir haben, ich glaube, insgesamt 3 tolle Vorträge gehört mit unglaublich viel, ich benutze jetzt gleich einen Begriff aus unserem Vortrag, mit unglaublich viel Informationen. Ja, vielleicht wird es Zeit, dass wir einfach mal darüber sprechen, was ist das überhaupt, Information? Und wenn man über Information sprechen möchte, muss man auch über Exformation sprechen. Wir gehen jetzt ein bisschen arbeitsteilig vor. Ich fange mal mit der Information an. Dann macht Andreas mit der Exformation weiter. Und dann werden wir versuchen, nochmal das Ganze so ein wenig zusammenzufügen, wobei wir uns dann hauptsächlich, Daniel, du hast es ja auch schon angedeutet, auf den Bereich Medizin, Psychologie, also Heilung beziehen werden. Wir werden das jetzt nicht so ganz trocken machen, das ist der letzte Vortrag an diesem Tag. Ich habe auch 2 Geschichten mitgebracht und ich weiß, es gibt ja auch ganz liebe Menschen, die gerade Geschichten sehr schätzen und Geschichten sind ja eigentlich nichts anderes als so komplexe Informationen. Ja, was ist denn eine Information? Ich habe ja versucht, auf den letzten Kongressen Time Weber World und auch jetzt wieder in Bad Nauheim im letzten Jahr mit diesem Begriff etwas zu arbeiten. Werde das nicht jetzt wiederholen, sondern wir wollen etwas mehr in die Tiefe gehen heute. Fangen wir aber trotzdem nochmal an mit Norbert Wiener, der wahrscheinlich die beste Definition gegeben hat, indem er einfach sagt, Information ist Information. Nicht Materie und nicht Energie. Und in dieser Ergänzung steckt jetzt eine ganze Menge. Also Information ist Information. Es scheint etwas zu sein, was sehr schwer zu fassen ist. Ja, es ist aber nicht Materie und es ist auch nicht Energie. Es ist also etwas Immaterielles und diejenigen, die jetzt etymologisch arbeiten wollen, hören ja schon in diesem Ausdruck etwas, dieses Informare, ja. Das heißt, etwas wird in eine Gestalt gebracht, etwas wird geformt durch etwas, was aber nicht selber eine Form ist, sondern als Immaterielles einen Beitrag dazu liefert, dass sich etwas in Form bringt. Die Exformation ist etwas komplizierter, ja, die bedeutet nämlich keineswegs, dass es wieder aus der Form herausgebracht wird, was man denken könnte, sondern dahinter verbirgt sich etwas, was wirklich eine wichtige Ergänzung zum Informationsbegriff ist. Information hat natürlich auch mit Sprache zu tun, es ist ein Phänomen der Kommunikation und man könnte jetzt vielleicht zu Beginn auch erstmal sagen, dass Information etwas ist, etwas Nicht-Materielles, obwohl es durch materielle Träger sozusagen vermittelt werden kann. Es gibt Informationsträger, aber die Information an sich ist etwas Nicht-Materielles und eine Information hat keine inhärente Bedeutung. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter, ja? Sondern die Bedeutung entsteht auch erst im Akt dieser Formgebung und der Rezeption der Formgebung. Und wenn wir jetzt die Exformation hinzunehmen, wird es nochmal etwas komplizierter, das kann ich vorwegnehmen. Da wird nämlich sichtbar, dass auch das Nichts, also auch das Fehlen von Information, etwas formen kann und wirkmächtig ist. Es geht also darum, dass das, was wir mit Information und Exformation bezeichnen, etwas bildet, das ist eine Wirkung in der uns umgebenden Welt hat. Das kann mit Sprache zusammenhängen und tut es auch ganz oft, aber es kann eben auch mit anderen Zeichensystemen zusammenhängen. Es ist sozusagen etwas Immaterielles, was das Materielle aber bestimmt. Es ist etwas, wenn es eben als nichts wirkt, auch etwas, was eigentlich gar nicht wirkungsmächtig sein kann und doch eine Wirkung hat. Und da spürt man schon, dass wir bei einem Thema sind, das alle kennen. Wir haben sogar einen Spezialisten, Harald, ich glaube, ich kann dich als Placebo-Spezialisten vorstellen. Ja. Es geht auch um so etwas, was wir Placebo nennen.
Placebo, eine frühe Definition, war ja das Wirken des Wirkungslosen, ja, wo man eben etwas hat, was ja eigentlich nichts enthält, und trotzdem hat man da etwas so wie eine Wirkung. Wäre jetzt die Frage, hängt vielleicht ein Placebo auch mit der Information, so wie wir sie hier verstehen, zusammen? Und wie funktioniert das Ganze dann? Die Placebo-Forschung ist mittlerweile, also ich habe gerade noch mal versucht zu recherchieren, es sind Zehntausende von Publikationen, ja. Es ist unendlich, ja. Es ist ein total spannendes Phänomen, eben dieses Wirken des Wirkungslosen. Und jetzt kann man aber leider sagen, dass in der medizinischen Fachdiskussion, also wenn man jetzt wirklich die medizinischen Datenbanken durchgehen würde, dann kommt man auf Millionen von Einträgen, was Placebo betrifft, weil fast überall steht dann Placebo-kontrollierte Studie oder so etwas. Ja. Placebo ist nämlich nicht nur ein Phänomen, was schwer zu erklären ist, sondern Placebo scheint in der modernen Medizin so etwas wie eine Messgröße zu sein. Also ein Instrument, mit dem man messen möchte, ob etwas anderes, dem man Wirkung zuspricht, auch wirklich diese Wirkung hat. In der öffentlichen Diskussion, gerade eben auch im Zusammenhang mit Heilung, hat dieser Begriff etwas eigentlich Negatives bekommen. Das ist nur ein Placebo, ja, oder das ist eine Täuschung. Wobei de facto es sich eigentlich um etwas sehr Positives handelt. Ja. Wir wollen gleich auch zu Beginn den Ergänzungsbegriff, so wie Information Exformation hat, so hat auf der anderen Seite Placebo auch einen Erweiterungsbegriff durch Nocebo, also das, was dann nicht so schön ist, die negativen Nebenwirkungen. Wir lassen jetzt mal die Wortgeschichte außer Acht, da gibt es ein Riesenmissverstehen. Ich glaube, alle wissen das, Placebo, was es im Lateinischen bedeutet, wo es herkommt aus dem biblischen Kontext. Es ist aber ein Übersetzungsfehler, übrigens aus dem Hebräischen ins Griechische. Ja. Es müsste da nicht heißen Placebo, also ich gefalle oder ich tue etwas zu gefallen, sondern es steht im Hebräischen Original etwas ganz anderes. Ja. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Das ist unglaublich oft passiert, ja, in diesen frühen Übersetzungen, ja, die sich dann hartnäckig auch gehalten haben. Jetzt haben wir trotz dieser Vielzahl von Publikationen im letzten Jahr im Bereich der Placebo-Forschung einen relativ interessanten Durchbruch, etwas, was ich vor 2 Jahren auch noch nicht für möglich gehalten habe. Im Februar gab es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel, einen relativ langen Artikel, die Macht der Einbildung, Placebo ist die beste Medizin, hört sich alles ganz harmlos an. Wenn sich diese Erkenntnis durchsetzen sollte, stände nicht nur die Schulmedizin vor einem Scherbenhaufen, sondern auch die alternative Heilkunde. Beide sind in einem fundamentalen Irrtum gefangen. Der Autor Martin André, kennt ihn jemand? Nö. Kannte ich auch nicht. Ja. Also, beide sind in einem fundamentalen Irrtum gefangen und beide bekommen ordentlich etwas ab. Ja. Die Schulmedizin nicht wenig, aber auch die Alternativmedizin, allen voran natürlich wieder die Homöopathie. Und gleichzeitig beruft sich dieser Mann auf Ludwig Fleck, der heute ja auch schon erwähnt worden ist, ja, steht also wirklich in einer wissenschaftshistorischen Tradition, arbeitet eben mit dem Paradigma-Begriff und sagt eigentlich klipp und klar, dass durch die moderne Placebo-Forschung eigentlich ein Paradigmawechsel in der Medizin, aber auch in anderen Disziplinen eingeleitet werden müsste. Weil das, was man da entdeckt hat in den letzten Jahren, insbesondere eben auch durch bildgebende Verfahren in der Medizin, ist der Stand eigentlich wirklich mittlerweile sehr gut. Ja, man weiß, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ist aber der Autor, der Martin André, ein Kulturwissenschaftler. Und Kulturwissenschaftler haben sich bisher überhaupt nicht mit diesem Phänomen des Placebos beschäftigt, obwohl es ja eigentlich in die Geisteswissenschaften gehört. Und dieser Autor hat noch eine Besonderheit. Dieser Autor ist nämlich
der Marketingdirektor bei Henkel und gleichzeitig der Vizepräsident des Weltkonzerns Henkel. Ja, da habe ich auch gesagt, das ist ja spannend, ja. Das Buch, ich habe es dabei, fast 500 Seiten, Placebo-Effekte, so heißt es, heilende Zeichen, toxische Texte, ansteckende Informationen. Er hat einen Lehrauftrag, ich glaube, an der Universität Frankfurt-Main für Medien- und Kulturwissenschaften. Es ist also wirklich unglaublich gut recherchiert, ein Literaturverzeichnis, was also bis Platon zurückreicht, ja. Er geht auf Dinge ein in der Placebo-Forschung, die ich auch nicht kannte, zum Beispiel ein früher Aufsatz von Jacques Derrida, ja, ich glaube, viele kennen den Namen, von 68 über Platon und das Konzept des Pharmakons und viele andere interessante Dinge. Ein relativ junger Mann und das, was er schreibt, ist alles sehr gut abgesichert und er beklagt eben auch von vornherein, dass man in der Medizin eigentlich überhaupt nicht das zur Kenntnis nimmt, was insbesondere in der Semiotik in den letzten Jahren entwickelt worden ist, auch in seiner eigenen Branche, das ist Marketing, Werbung, und dass umgekehrt aber wiederum Kultur- und Medienwissenschaftler gar nicht wissen, was man in der Medizin seit einigen Jahren über Placebos weiß. Und er sieht darin, in Anlehnung an Ludwig Fleck, wirklich jetzt sozusagen eine Zeit gekommen, wo wir einen Paradigmawechsel in der Medizin brauchen. Und ich kürze es mal ab, dieser Paradigmawechsel wäre eigentlich das, was wir heute Morgen auch schon gehört haben, dass eigentlich Heilung über den, nennen wir es mal, Geist erfolgt, ja, und dass wir eigentlich dieses Placebo-Phänomen begrüßen sollten und auch in der Medizinerausbildung berücksichtigen müssten und dass die Mediziner unglaublich viel von Leuten wie ihm, eben als Marketingdirektor, als Semiotiker lernen könnten. Ich zitiere mal, wie sich aus der Analyse der Placebo-Forschung zeigt, wirkt in jeder therapeutischen Behandlung eine Verbindung aus Somatik und Semantik auf den Körper ein, also etwa die in einer Tablette enthaltene bioaktive chemische Substanz einerseits sowie die kulturelle, mediale und diskursive Kodierung andererseits. So, ich nehme noch eine Stelle. Ich habe so einige Stellen herausgesucht, die kurz zeigen, wie dieser Mann tickt und warum der vielleicht für unsere Zwecke doch von großem Interesse ist. Zeichen und Pharmaka. Und jetzt muss man zum Begriff des Pharmaka oder des Pharmakon sagen. Das ist ja ein altgriechischer Begriff. In Phaedrus bei Platon wird er auch sehr breit diskutiert. Im Altgriechischen kann ein Pharmakon ein Heilmittel sein, es kann aber auch ein Gift sein. Ja? Wir hatten heute Vormittag ja schon diese Diskussion, dass sozusagen kontextabhängig etwas so sein kann oder anders. Also vom Heilmittel zum Gift ist ja, das ist schon ziemlich extrem. In Phaedrus kann man das relativ gut nachlesen, ja? Was da so an Kontextfaktoren benötigt wird, um es eben zum Heilmittel oder zum Gift zu machen. Und dementsprechend argumentiert dieser Martin André, Zeichen und Pharmaka wirken in Bezug auf die erzeugten somatischen Effekte bis hin zu den aktivierten Gehirnarealen in vielen Bereichen tatsächlich auf ähnliche Weise. Also Pharmakon als pharmazeutisches Wirkmittel und Zeichen, also Kodierungen, Kultur könnte man auch sagen. Die rein symbolische Ordnung von Placebo-Behandlungen erzeugt vergleichbare biophysiologische Reaktionen in den somatischen Systemen wie wirkungsstarke Drogen. Zeichen und Texte, diskursive Strukturen und Medien besitzen offenbar pharmakologische Potenzen wie Heilmittel oder Gifte und wirken demgemäß biomanipulativ. Und dann fängt er auch gleich mit einem Fall an, den er aus der Forschungsliteratur natürlich berücksichtigt, referiert. Ich habe hier mal die Primärquelle mitgebracht. Es geht
nicht um Schnupfen und Husten, sondern es geht um Parkinson, also durchaus eine ernstzunehmende Erkrankung, für die die Schulmedizin auch noch immer nicht so ganz gut sich aufgestellt hat. Aber es gibt zum Beispiel Modulationsmöglichkeiten durch eine Operation am Gehirn. Und das ist sehr wirkungsvoll oder man könnte sagen wirkmächtig. Ja, man kann genau erklären, ich werde das jetzt nicht machen, das ist medizinisch recht kompliziert, ja, was man da macht. Das wird den Patienten aber vor so einem Eingriff meistens sehr genau erklärt, ja, weil so ein Narrativ ist auch in der Chirurgie nicht unwichtig. Ja. Ich muss ja wissen, was wird denn da gemacht und warum hat man dann eine positive Wirkung zu erwarten. Ich kürze das Ganze auch ab. Man hat also Menschen mit dieser Erkrankung in zwei Gruppen randomisiert. Die eine Gruppe bekam die Operation und die andere Gruppe bekam nur eine Scheinoperation. Man kennt das aus der Placebo-Forschung, dass man den Placebo auch bei Operationen anwenden kann. So, und siehe da, das war eine große Studie. Es ging allen besser. Alle hatten den Effekt, den man sich erhofft hatte. Alle, ja. Also es gab zwei oder drei Ausnahmen in dieser Studie, das konnte aber auch erklärt werden, aber alle hatten diesen Effekt. Nach 6 Monaten, das war Teil der Forschungsstrategie, ich finde es ethisch sehr bedenklich, wurden dann die Teilnehmer der Placebo-Gruppe informiert, dass es nur eine Scheinoperation war und innerhalb von wenigen Wochen hatten die gleichen Symptome wie früher. Und hier könnte man eigentlich schon das vielleicht mal so formulieren, hier wirkt ein Narrativ. Ja? Also das war ganz wichtig, dass die dieses Narrativ kannten, die wussten, da passiert etwas. Ja? Und ich habe dann mal überlegt, gibt es denn sonst noch was zu Parkinson, was vielleicht interessant wäre, das wird jetzt nicht bei dem André zitiert, aber ich habe etwas gefunden aus dem Spiegel. Das ist von 2013, da ging es um den ersten Kongress der Placebo-Forscher in Deutschland. Ja, die DFG hat ja einen Sonderforschungsbereich eingerichtet. So, und das ging da um ein Erdbeben. Das Krankenhaus schwankte, da schien das Schicksal der 14 darin liegenden Patienten besiegelt. Sie hatten alle die Parkinson-Krankheit in schwerer Form und waren in ihren Bewegungen wie festgefroren. Doch in der Todesangst erwuchs diesen kranken Menschen eine wundersame Kraft. Ihre Gangblockaden waren auf einmal aufgehoben. Sie liefen ins Freie und überlebten. Und auf der Flucht durchs Treppenhaus fanden sie sogar noch Zeit, 9 ihrer Pfleger aus der einstürzenden Klinik zu retten. So, was ist denn da passiert? Kann man alles noch nachlesen im Spiegel, ist doch online. Ja, hier gibt es also bestimmte biochemische Antworten, die im Körper hervorgerufen werden, wie durch ein Medikament. Wobei jetzt aber eben diese Situation der Angst eine große Rolle spielt. Und ich brauche das nicht vorzulesen, Sie können das hier weiter nachlesen. Natürlich sind die Effekte nach einer Weile wieder verschwunden. Ja, das ist jetzt keine dauerhafte Heilung für diese Menschen gewesen, aber in dieser Situation, man kann das sehr gut erklären, sind bestimmte Dinge passiert. Und so argumentiert jetzt auch der André, dass es, und das ist ein schöner Ausdruck, eine Bedeutungswirkung und eine Informationswirkung gibt, die zunächst nicht in einem naturwissenschaftlichen Rahmen steht, ja, die auch nicht unbedingt so etwas Kausales darstellt, sondern es wird Bedeutung produziert. Wie gesagt, eine Information an sich hat keine Bedeutung. Es ist nichts Inhärentes. Ja. Ich werde das gleich auch zeigen. Und um jetzt noch ein Stück weiter zu gehen, die Paradoxie der ganzen Sache möchte ich jetzt gar nicht weiter diskutieren. Jedenfalls macht dieser Marketingdirektor sich Gedanken, die ich mal kurz mitteilen möchte. Und zwar macht er so ein Gedankenspiel. Er sagt nämlich, wenn man im Durchschnitt annimmt, und das ist so, glaube ich, Harald, korrigiere mich, aber in den meisten Studien 35% Placebo-Effekt ist relativ
Sicher. Ja, also es gibt Studien, die einen höheren Effekt haben, ja. Es ist unglaublich kompliziert natürlich, das überhaupt auszudifferenzieren, weil es dann natürlich auch statistische Dinge noch gibt, die man berücksichtigen müsste. Aber in der Forschung geht man meistens davon aus, 35% ist möglich. Auf der anderen Seite... 35% von was? Wenn man eine Studie macht, ja, können 35% im Durchschnitt der Probanden einen positiven Effekt haben, ja, der dann ohne ein Medikament zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber eben ja auch sehr früh beobachtet in den 60er Jahren immer im Placeboarm der Studien auch Nocebo-Effekte. Das heißt, die Patienten werden durch Informationen ja auch darüber aufgeklärt, dass negative Effekte auftreten können, also unerwünschte Nebenwirkungen. Und die sitzt er auch bei 35% an. Also einmal 35% in die Richtung, 35% in die Richtung. Und was schreibt da ein Marketingchef? Ihm geht es jetzt natürlich um Optimierungsprozesse. Ja? Und angenommen, es wäre möglich, Placebo- und Nocebo-Effekte aktiv zum eigenen Wohl zu konditionieren, könnte man dasselbe biologische Gerät, damit meint er den menschlichen Körper, im besten Fall bei 135%, im schlechtesten bei 65% laufen lassen. Wie auch immer man zu dem spielerisch angenommenen Grad der Leistungssteigerung in diesem Modell steht, außer Frage steht, dass unsere Psychen und unsere Körper in einem erheblichen Maße durch Bedeutungswirkungen und Informationen programmierbar sind. Es wäre also denkbar, dass man selber zum Souverän seiner eigenen biologischen Selbstmanipulation werden könnte. Innerhalb der biologischen Grundausstattung liegen nämlich Superkräfte, die man aktiv durch Informationen, Texte und Zeichen aktivieren und konditionieren kann. Das Ganze zeigt er zum Beispiel für die Musik auf. Musik ist für ihn auch eine Art Placebo. Im Sport, er nennt das Beispiel Muhammad Ali, ja, er nennt ihn das beste Beispiel überhaupt im Sport, ja, der durch Selbstinszenierung seine Gegner dermaßen schon im Vorfeld verunsichert hat, dass er nicht nur gewonnen hat, sondern die auch nicht nur verloren haben, sondern sozusagen auf Dauer weg vom Feld waren. Ja. Er zeigt das auf für alternative Heilverfahren, aber er bleibt sich da treu. Er bezieht es eben auch auf die Schulmedizin und folgert eben also, dass in der Schulmedizin viel mehr mit diesem Placebo-Effekt auch gearbeitet werden muss. Und jetzt können wir mal einen Sprung machen. Wir gehen zurück in die griechische Antike und da gibt es ein Mantra. Auch da gab es in den Asklepien schon Mantren, die gesungen worden sind. Ich habe dies hier gefunden bei Howald in der vorplatonischen Kunsttheorie. Das ist 1919 schon veröffentlicht worden. Ein wunderbares Mantra, Logos Pharmakon Iatros, und das geht dann immer weiter, Logos Pharmakon Iatros, Logos Pharmakon Iatros. Ja. Das eine ergibt sich aus dem anderen und das, was da gesagt wird, Logos kennen alle, es ist natürlich nicht nur das Wort, ja, aber hier wird es mit Wort übersetzt. Das Wort ist das Heilmittel ist der Arzt ist das Wort und so weiter, ja. Hier steckt also schon eine ganz frühe Erkenntnis drin, die wir uns, glaube ich, heute wieder etwas mehr zu Herzen nehmen sollten auch. Und wenn man Wort jetzt vielleicht noch erweitert, auch als Geist, als Information, dann kann man sich vorstellen, was damit gemeint war. Das wurde übrigens in den Asklepien dann gesungen. Nochmal zum immateriellen Aspekt von Informationen. Die Bedeutung einer Information wird im Gehirn eines Menschen subjektiv erlebt. Die Formulierung ist ja wichtig, ja? Subjektiv erlebt. Deshalb ist Information ebenso wenig vollständig auf objektive materielle Mechanismen reduzierbar wie der Mensch selbst. Und der immaterielle Aspekt der Information ist für die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut wichtig. Das hat Steffen Schulz so gesagt, ehemals Professor für medizinische Informatik an der Charité in Berlin. Ich glaube, vieles von dem, worüber wir jetzt sprechen, ist eigentlich ganz klar. Ja? Wir wissen aus eigener Erfahrung, wenn wir jetzt mal in den Bereich von André gehen, Werbung, ja? Werbung, das sind auch Informationen, ja?
Und andere bedeutungsvolle Texte, Werbefilme etc. lösen in uns etwas aus, was eigentlich fast immer auch körperlich dann eine Wirkung hat. Ja? Ganz einfach, immer dann, wenn durch Medien, durch Texte Gefühle ausgelöst werden, passiert auch im Körper etwas. Wir weinen oder wir lachen. Ja? Also hier sieht man den Zusammenhang ja unmittelbar. Und in der Semiotik, also in dem Bereich der Kulturwissenschaften, die sich mit solchen Zeichen beschäftigt, spricht man eben auch von symbolischen Mehrwerthandlungen oder von indexikalischen oder semantischen Bedeutungs- und Merkmalsübertragungen. Einfaches Beispiel jetzt, wenn ein Auto verkauft werden soll, sitzt da vielleicht in dem Werbespot eine Frau auf dem Kühler oder im Auto und ein Mann, an den die Werbung gerichtet ist, der macht jetzt eine Merkmalsübertragung. Wenn er so ein tolles Auto hat, hat er auch ein tolles Leben, hat eine tolle Frau etc. So ungefähr funktioniert Werbung. Ja? Also Werbung versteht es ja auf unglaublich geschickte Art und Weise, in die Köpfe der Menschen zu kommen, weil da ja auch etwas bewegt werden soll. Und deshalb meint eben André, dass man das sehr gut übertragen kann, ja, dass Placebos sich eigentlich so erklären lassen, ja, als eben Bedeutungswirkungen. Die aber, und das muss man wieder einschränken, da gibt es sozusagen, in der Werbung weiß man das auch, man muss es sehr, sehr spezifisch machen, ja, auf die Zielgruppe bezogen. Und es funktioniert auch nicht bei jedem. Ja? Das heißt, in gewisser Hinsicht müsste man eigentlich für jeden ein passendes Placebo auch produzieren. Heilung ist, wenn man das unter dem Aspekt nochmal sieht, im Grunde genommen nichts anderes als das komplexe Zusammenwirken von wahrscheinlich dem, was man Wirkmittel, also das Pharmakon, nennen könnte, aber immer auch von Informations- und Bedeutungswirkungen. Das nennt man dann oft unspezifisch. Ich habe das mit Fragezeichen versehen, weil das zu trennen ist eigentlich nicht möglich. Und dazu gehört dann der Patient mit seinem Impetus, der Therapeut mit der Beziehung und diese ganzen systemischen Faktoren. Das ist nichts anderes, als eigentlich schon lange auch in der Medizin bekannt war. Ich glaube, das Buch hier, Die Heiler, von dem amerikanischen Psychiater Frank, kennen die meisten. Der hat das auch nochmal so genannt. Wir brauchen eine gute therapeutische Beziehung, aber auch ein Erklärungsmythos. Das ist das, was ich am Anfang narrativ genannt habe. Ja, es muss sozusagen klar sein, was da eigentlich passiert. Unabhängig davon, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Ja. Die Insignien der therapeutischen Macht beim Heiler, natürlich das Weiß, ja, oder beim Schamanen die Feder. Das Ritual, was beim Schamanen in ähnlicher Weise wichtig ist, wie dann bei dem Chirurgen. Und wenn wir jetzt nochmal aus der Forschung zusammenfassen, das ist Wempel 2001, ja, das ist die größte Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Psychotherapie, also einer Form von Medizin, die ohnehin nur auf das Wort angewiesen ist, auf die Information. Das ist jetzt eine Psychotherapie ohne Psychiatrie, also ohne pharmakologische Wirkmittel. Dann ist das, was der Wempelt festgestellt hat, das erzürnt meistens Psychotherapeuten und Psychologen enorm. Ja. Ich habe das immer wieder erlebt, ja, weil alle ja aus einer Schule kommen. Und diese große Meta-Analyse hat wirklich aufgeklärt, das Positive, eigentlich alle psychotherapeutischen Schulen funktionieren irgendwie, alle produzieren positive Effekte. Aber es liegt nicht an dem, was sie da machen, sondern der signifikante Faktor ist die Persönlichkeit und der Schlüsselfaktor, also des Therapeuten und der Schlüsselfaktor, dieses Bündnis zwischen Therapeut, Patient, Vertrauen, Motivation, Empathie. So, und jetzt könnte man nennt dieses Modell das Kontextmodell der Psychotherapie oder auch das Kontextmodell der Medizin. Man kann das natürlich auch auf die somatische Medizin übertragen. Es ist dann natürlich nicht ganz so einfach wie in der Psychotherapie, weil man dort eben auch diese spezifischen Wirkmittel hat, wobei ich noch in Frage stelle, ob es wirklich eben spezifische Mittel sind. Klugerweise hat die Bundesärztekammer 2010 in einer wirklich großen Stellungnahme zum Placebo-Effekt
eigentlich das schon ein bisschen vorweggenommen. Ja? Da heißt es, es kommt nicht selten vor, dass eine Maßnahme, also eine medizinische Maßnahme mit geringerer Evidenz, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Homöopathie, effektiver ist, weil die Umstände besser passen und der Gesamteffekt damit größer wird. Harald Wallach hat dazu ja auch geschrieben, du hast es in statistischen Modellen ja auch ausgerechnet, für den Patienten ist es ja letztendlich wichtig, was als Nutzen herauskommt. Ja, dementsprechend würde ich hier nochmal differenzieren, dass, und da gebe ich André recht, wir eigentlich vor einem paradigmatischen Wechsel stehen. Wir haben das alte pharmakologische Modell und das neue Kontextmodell, nennen wir es mal so. Das pharmakologische Modell stellt das Verum in den Mittelpunkt. Es geht da um monokausale und spezifische Effekte. Ich habe hier ein Fragezeichen hingemacht. Es ist das alte mechanische Modell, der Mensch als Industriepalast. Und das Ganze funktioniert eigentlich in dem Modell, ohne Information, ohne Bedeutungswirkung und vielleicht sogar auch ohne das, was wir Bewusstsein nennen. Das Kontextmodell hat das, was wir Placebo nennen, im Mittelpunkt. Wobei das die Frage ist, ob wir das weiter im Placebo nennen wollen. Es geht hier um multikausale Effekte, um ein komplexes Modell, um Beziehung, Narrativ, Kommunikation, Imagination und so weiter. Und dementsprechend sagt zum Beispiel Bernd Honschig, einer der Vertreter der integrierten Medizin, dass es in der integrierten Medizin Placebos überhaupt nicht gibt. Es ist alles etwas Placebo und vielleicht auch alles etwas spezifisch. So, es geht also um Bewusstsein, Beziehung, um passende Narrative, um therapeutische Kommunikation, die Informations- und Impulsgeber für Heilung sein können. Funktionieren kann das Ganze nur, wenn der Patient als Subjekt gesehen wird, wenn der Dialog das Prinzip ist, wenn auch in der Medizin verstanden wird, wie eine indexikalische Bedeutungs- und Merkmalsübertragung überhaupt funktioniert. Und das geht da nicht nur um die Insignien, sondern um vieles mehr. Wenn man versteht, wie man diesen symbolischen Mehrwert herstellen. Und um so etwas, was hier symbolischer Mehrwert genannt wird, geht es eigentlich dann auch in der Medizin. Wir können also fragen, ob man das Unspezifische zum Spezifischen machen kann oder ob wir überhaupt die Aufteilung spezifisch-unspezifisch aufgeben sollten. In einem semiotisch-rhetorischen Modell sieht das dann folgendermaßen aus. Es geht immer um Wirkung, die erzielt werden soll. Alle wissen, in der Rhetorik hat man eigentlich 4 oder 5 Wirkebenen. Man hat den Inhalt von einer Aussage, man hat den Diskurs, die Gliederung, man hat die Sprachmittel und wir haben diese Pronunciatio und Actio, das ist, ich nenne es mal hier vereinfacht, die äußere Form. So, all das und nicht nur eben der Inhalt einer Botschaft oder einer Nachricht bestimmt die Wirkung, sondern auch die Sprachmittel, wie ich das sage, die Gliederung, wann ich mit welcher Information beginne und auch eben halt die äußere Form, das heißt auch die Handlung, die dahinter steht. Des Weiteren haben wir pragmatische Faktoren, wann und wo wird da kommuniziert, wer mit wem. Und wir haben dann diese drei weiteren Grundkomponenten einer jeden Rhetorik, Logos, Ethos und Pathos. Ja. Ethos und Pathos sind hier besonders wichtig, auch in der Werbung. Ja. Der Sendende muss etwas aufbauen, dass ein positives Bild von ihm erzeugt wird. In der Medizin ist das extrem wichtig, anders kann gar nicht Vertrauen entstehen. Der Rezipient wird in seinen Gefühlen angesprochen. So, und all das wirkt eben auf das, was wir Wirkung nennen. Es ist nicht so, dass durch die Sachinformation einer Nachricht eine Wirkung erzielt wird. Ja? Ich glaube, das wissen alle aus den Axiomen von Paul Watzlawick, dass natürlich so etwas wie reine Objektkommunikation überhaupt nicht möglich ist oder reine Inhaltskommunikation. Es geht immer um Beziehungen und viele andere Dinge. So, und in der Hinsicht kommen wir jetzt nur weiter, wenn wir den Informationsbegriff um die Komponente der Exformation erweitern. Und da machst du weiter, ja? Mhm.
Danke dir. Ja, genau. Jetzt haben wir ein bisschen was zur Information gehört und ich werde vor allem den Exformationsbegriff auf den Gründer zurückführen, den Herrn Norrit Randers, einen Dänen, der, glaube ich, 92 dieses Buch geschrieben hat auf Dänisch, das dann übersetzt wurde, Spüre die Welt, Untertitel Die Wissenschaft des Bewusstseins. Und in gewisser Hinsicht vollzieht er sogar mit seinem Titel das, was er unter Exformation versteht. Und ich wollte einfach mal grundsätzlich den Begriff der Exformation, so wie ihn eben auch Norrit Randers verwendet, vorstellen. Und er geht in seinem Buch erstmal auf den kürzesten Briefwechsel, der auch Einstieg ins Guinness Buch der Rekorde gefunden hat, ein. Und sagt, der kürzeste Briefwechsel hat zwischen Victor Hugo und seinem Verleger stattgefunden, 1862, wo Victor Hugo Le Miserables, also die Elenden, geschrieben hatte und von seinem Verleger wissen wollte, wie in gewisser Hinsicht dieses Buch angekommen ist. Und er hat ihm ein Telegramm geschickt mit der Frage, mit dem Fragezeichen. Das war die einzige Information, die praktisch von Hugo an seinen Verleger ging, Fragezeichen. Und als Antwort kam ein Ausrufezeichen. Das gilt sozusagen als die kürzeste Kommunikation. Und zwar bezeichnet er diese Kommunikation explizit, solche explizit ausgesonderte Information, die wir in diesem Buch Exformation nennen. Also mit anderen Worten, der Kernpunkt der Exformation ist die Information, die ausgesondert wird, um eine Informationstiefe zu erreichen. Man muss wissen, dass Norrit Randers mit seinem Exformationsbegriff explizit an die Informationstheorie von Shannon und Weaver anschließt. Also sozusagen einen sehr technischen Informationsbegriff hat. Also er sagt zum Beispiel, eine Aussage hat Tiefe, wenn sie sehr viel Exformation, also ausgesonderte Information in sich birgt. Während eines Prozesses, bei dem eine konkrete Person eine konkrete Nachricht formuliert, eine Menge Information aussondert, die im Bewusstsein des Absenders vorhanden war, in der Nachricht aber nicht erscheint, dann handelt es sich um Exformation. Er sagt, Exformation steht winkelrecht, also horizontal zur Information. Exformation ist das, was ausgesondert wird, ehe der Ausdruck erfolgt. Exformation betrifft die geistige Arbeit, die wir leisten, um das, was wir sagen wollen, aussprechbar zu machen. Also man könnte sozusagen in diesem Zustand und in diesem Zugriff, den Norrit Randers vorschlägt, sagen, Exformation ist ein Prozess der Essentialisierung und Informationsverdichtung. Und dieser Prozess der Informationsverdichtung schafft, was er logische Tiefe oder Informationstiefe nennt. Also je mehr ich sozusagen aussondere an Information, ohne dass aber natürlich der Wesensgehalt einer Aussage dadurch gemindert wird oder zumindest verzerrt wird, desto mehr hat diese Information Informationstiefe. Nochmal ein Beispiel, bezieht es auch auf die Intelligenz. Und er sagt, Intelligenz hat also nicht damit zu tun, dass man sich einer ganzen Menge an Mikrozuständen der Reihe nach erinnern kann, sondern damit, dass man erkennt, unter welchen Makrozuständen sich die vielen Mikrozustände am besten zusammenfassen lassen. Also in gewisser Hinsicht das Prinzip auch bei Kant, immer diese Überkategorien finden. Intelligenz arbeitet mit dem Trick, statt einer Menge Information eine Menge Exformation zu verwalten. Bewusst aussortierte Information wird in einigen Begriffen komprimiert, in denen diese große Menge Exformation enthalten ist. Solche Zusammenfassungen großer Informations,
Mengen in einigen wenigen exformationsreichen Makrozuständen, Makrozuständen mit wenig, aber dafür hochkonzentrierter, explizit formulierter Information sind nicht nur intelligent, sondern auch oft schön, können sogar sexy sein. Das Erhebende eines hohen und klaren Bewusstseins hat mit der Einfachheit der Schönheit zu tun. Mit all dem, was nicht gegenwärtig und doch nicht abwesend ist. Information und Exformation als, man nennt es, Atmen des Bewusstseins. Also mit anderen Worten, um eine Informationstiefe, eine logische Tiefe zu erreichen, ist der Prozess, eine immer größere Exformation, sprich eine Aussonderung zu erreichen, die damit zu einer immer größeren Essentialisierung wird. Man könnte auch sagen, die Frage der Kontextualität der Information bekommt einen immer größeren Wert. Also was ist sozusagen der Kontext, in dem die Information stattfindet? Die Frage der Kontextualität, die für eine wirkliche Exformation zentral ist. Und die ist natürlich wiederum nicht von der Frage des Bewusstseins zu trennen. Weil wenn man einen rein technischen Informationsbegriff nimmt, wie es auch Shannon und so weiter tut, im Sinne einfach von Bits und Bytes, dass man das quantitativ reinmisst, ist natürlich die Bedeutungsfrage, also praktisch das Bewusstsein, für den die Information oder für die die Information ist, damit erstmal nicht berücksichtigt. Aber wenn man Exformation, sprich Informationsverdichtung und Essentialisierung erreichen will, muss man einerseits den geistigen Kontext des Empfängers kennen. Also im Beispiel von Victor Hugo und seinem Verleger musste klar sein, um welches Thema es geht, dass es um dieses Buch geht. Es musste klar sein, dass die Frage, die Hugo stellt, genau auf diesen Kontext sozusagen gerichtet ist. Es musste vom Empfänger so verstanden werden und die Antwort von dem Verleger mit Ausrufezeichen wiederum klar sein, dass es genau auf diese Fragestellung gemünzt war und dass es mit anderen Worten das Ausrufezeichen die Aussage hat, es war ein Erfolg, die Sache hat eingeschlagen. Also mit anderen Worten, es ist immer eine Frage des geistigen Horizonts oder des Logosraums von Absender und Empfänger. Und gerade für den Arzt, du hast es vorhin gesagt, diese Dreiheit, Iatros, einer sprechenden Medizin und therapeutischen Kommunikation, deren primärer Wirkfaktor, also jetzt mal nicht nur stofflich, der primäre Wirkfaktor des Pharmakon, eben das Wort ist. Und zwar Wort, nicht immer nur als Schall und reine Lautäußerung, sondern Logos. Frankl hat immer wieder vom Sinn gesprochen, der Logos. Enarche enologos, das Johannesevangelium. Am Anfang war nicht nur das Wort im Sinne einer Lautäußerung, sondern der Sinn, der Geist, der Logos. Und das ist dann wiederum, entspricht es dieser Exformation und zwar analog einer Art Destillation. Man könnte sagen, dass ein Exformationsprozess auf der geistigen Ebene ähnlich auf der physischen Ebene einem Destillationsprozess ist, wo das Wesentliche in gewisser Hinsicht zur Sprache kommt. Man könnte jetzt sogar in dem Zusammenhang, wenn man das auf den Logos bezieht, auf einer Panazee, auf einem Allheilmittel legen, weil tatsächlich dort diese drei Aspekte, der Arzt, der Logos, im Sinne auch des Logos-Raums, also der geistige Horizont, in dem das Ganze stattfindet, und der Wirkfaktor ist natürlich jetzt in dem Fall auch das Wort, die zusammenkommen und im besten Fall sogar ein kybernetisches System darstellen. Arzt ist gleich Logos, ist gleich der Wirkfaktor, Pharmakon. Ich wollte jetzt einfach mal in erster Linie mal diesen Begriff der Exformation, so wie ihn auch Norbert Randers geprägt hat, vorstellen
und die Kernidee mal rüberbringen, dass es um einen Essentialisierungsprozess geht und einen Informationsverdichtungsprozess. Also wir sind ja im Informationszeitalter und eine der klassischen Unterscheidungen sind erstmal Daten, die in gewisser Hinsicht noch keinen direkten Bezug haben. Permanent Daten kommen auf ein System ein. Wenn diese Daten prinzipiell eine Bedeutung für mich als Subjekt haben, dann werden sie zur Information. Und der nächste, der dritte Schritt in diesem mehr soziologischen Modell, wo dann von einer Wissensgesellschaft gesprochen wird, ist, wenn diese Daten nicht nur Information für mich werden, sondern indem diese Information in mein Informationssystem, mein Kategoriensystem, meinen Horizont integriert wird, wird die Information zu Wissen. Also diese drei Schritte sieht auch die Informationsgesellschaft. Daten, Information, Wissen. Es ist ein weites Feld, das da eben durch die Informationstheorie von Shannon und Weaver aufgespannt wird, wo es in erster Linie kommen ja, Shannon kommt ja auch aus der Technik, AT&T und so weiter, ging es vor allem um die Übertragung von Daten, was ist überhaupt Komplexität, Bandbreite und so weiter. Was Sie versuchen draußen zu halten, ist die Bedeutung, die Frage, inwieweit für einen Sender und einen Empfänger die Information Bedeutung hat, das heißt dekodiert wird. Und das hat natürlich eine große therapeutische Kraft auch, je nachdem welche Information. Und da kann man sogar sagen, je größer die Informationstiefe, desto größer die Bedeutung. Und die Informationstiefe wird erreicht, indem unwichtige oder nur zweitrangige Information ausgesondert wird, was dann eben diesen Prozess der Exformation beschreibt, um eine immer größere Essentialisierung und Prägnanz zu erreichen. Ja, das vielleicht mal von meiner Seite mit einem Zitat von Mira Alfasser, der Mutter, die sagt, es gibt nur eine einzige Art, den Körper der Welt zu heilen, und zwar der Körper der Welt zu sein. Ja, genau, erstmal so als kleiner Einstieg zum Thema Exformation. Ja, danke Andreas. Ja, wir machen jetzt noch einen Abschluss, es sind nur noch ein paar Folien. Exformation, also ein wichtiger Ergänzungsbegriff für die Information. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, auch und gerade sogar das Nichts bzw. das Weglassen von etwas wirkt. Und das ist in der Medizin von ganz großer Bedeutung. Hier weise ich auf Hermann Sottung, auch wieder ein Vertreter der Semiotik hin. Der hat einmal einen Begriff geprägt, er nennt ihn das Equizeichen bzw. das kontextgebundene Zeichen. Das heißt, ein Zeichen, was nur dann ein Zeichen wird, wenn es gemeinsam geteilt wird. Und Michael Tomasello aus der Verhaltensforschung sagt ja auch, eigentlich der Geburt menschlicher Kultur, der Kooperation ist die geteilte Aufmerksamkeit. Ja? Dass sich verschiedene Menschen, zum Beispiel beim Jagen, auf etwas Gemeinsames orientieren können. Und wie kompliziert so etwas mit solchen Zeichen ist, und da knüpfe ich wieder an heute Morgen an, es gibt eigentlich nichts wirklich Konstantes, auch in der Welt von Bedeutungen, ja? Sondern es gibt immer nur wieder neu hergestellte Gemeinsamkeiten. Dazu, das ist jetzt besonders eine Geschichte für dich, die geht auf Hemingway zurück. Ein Paar, Mann und Frau, lernen sich kennen, lernen sich lieben, am Strand, und da es Sommerzeit ist, tragen beide einen Hut, und zwar einen Strohhut. Und zur Erinnerung an diese schönen Stunden, am nächsten Tag tragen sie auch wieder den Strohhut und sie kommen sich noch näher, sie verlieben sich und schließlich heiraten sie. Und als Erinnerung an diese Schlüsselszene wird der Strohhut zum Symbol ihrer Liebe. Und daraus wird eine Tradition. Immer am Jahrestag ihres Kennenlernens tragen beide einen Strohhut. Sie heiraten,
Die Freunde werden natürlich gebeten, auch mit Strohhut zu kommen, sodass die Community etwas wächst, die dieses Equi-Zeichen kennt, also ein Zeichen, was man nur im Kontext hat. Wenn jetzt mal der Mann oder die Frau in einem anderen Kontext mit dem Strohhut sozusagen irgendwo hinfährt, fragt Mann oder Frau, jeweils die Partnerin oder den Partner, was hast du denn vor? Ja, weil der Strohhut ist ja irgendwo sehr bedeutungsgeladen. Eigentlich ist er nur für beide reserviert. So, das Ganze geht 30 Jahre lang gut, jedes Jahr. Und irgendwann vergisst an dem bewussten Tag der Mann, den Strohhut zu tragen. Und die Frau lässt sich darauf entscheiden. Jetzt könnte man fragen, also das ist doch ein bisschen überzogen. Ja? Das heißt, es geht hier um ein Nichtzeichen. Also der Strohhut ist plötzlich nicht da. Das heißt, er fehlt. Aber da er ja ein Symbol für die Liebe dieser beiden ist, ist das im Sinne der Frau jetzt eine klare Botschaft und sie zieht daraus ihre Konsequenz. Wir wissen jetzt nicht, was mit dem Mann wirklich los war. War das jetzt intentional? War der nur schusselig? Hat das einfach vergessen? Ja? Es zeigt aber, wie kompliziert es mit Zeichen ist, die wir verwenden. Nicht jedes Zeichen ist so wie in der Sprache konventionalisiert oder so klar sozusagen für eine Zeichengemeinschaft vereinbart, dass es immer die gleiche Bedeutung hat. Das hat selbst die Sprache nicht, das wissen wir ja auch. Ja, manchmal kommt es darauf an, wie spreche ich etwas aus oder wie drücke ich etwas aus. Und deshalb kann man hier nochmal sagen, das ist so etwas fast Paradoxes, ja, dass etwas Unsichtbares, also dieses immaterielle Information, auch dann zum Reiz wird, wenn es nicht mehr da ist, ja? Wenn es fehlt. Und hier gibt es einige wunderschöne Zitate von Adrienne Simonian, sie war Opernsängerin in Wien, sehr bekannt, kennen einige ihre Story, muss man wissen, wenn man das verstehen möchte. Die war wirklich 20 Jahre lang erfolgreiche Opernsängerin, hat dann frustriert aufgegeben und im letzten Jahr stand in der FAZ eine Reportage über sie. Sie ist nicht mehr Opernsängerin, sondern hat eine Filmagentur gegründet und produziert Pornofilme für Frauen. So, und rückblickend wird sie bei der FAZ gefragt, was ist denn das Gemeinsame zwischen der Oper und dem Herstellen von Pornofilmen? Da sagt sie, wenn nichts passiert, passiert am meisten. So, was immer das jetzt bedeuten mag, ja, sehen wir vielleicht aus dem zweiten Zitat, ein Kollege von ihr, dass die Oper hat Momente, in denen die Stille die schönste Musik ist, ja, und schließlich bei dem Klezmer-Musiker Jorah Feitmann ganz wunderbar, finde ich, ausgedrückt, Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern mit dem Klang der Stille danach. Ja. Gehen wir eins weiter. Der Nocebo-Effekt spielt mittlerweile, das ist das Krasseste, was ich herausgefunden habe, aus einer Zeitschrift, die ich nie lesen würde, das ist die Zeitschrift für Verkehrsrecht. Der Nocebo-Effekt spielt auch in der Technik eine Rolle. Wenn es also möglich ist, Placebo und Nocebo, auch etwas Negatives zu erreichen, dann sagen sich jetzt mittlerweile Versicherungen, die also ihr Studien in Auftrag gegeben haben, dann brauchen wir bestimmte Erkrankungen oder Symptome auch nicht mehr anzuerkennen. Das Ganze sieht dann so aus, auch wieder nochmal rückblickend auf heute Morgen. Es geht nicht darum, dass, also die Welt ist ja voll mit Informationen, mit Reizen. Fangen wir hier links an. Ja? Es gibt unglaublich viele Nocebo-Reize. Zum Beispiel könnte ich hier einfach jetzt mal in den Raum stellen und sagen, boah, hier ist ja unglaublich viel Elektrosmog. Ja, ja? Ich habe schon Kopfschmerzen. Genau. Ja, die Windräder. Wie könnt ihr überhaupt hier sein, Markus? Ja, ja. Ach, genau. Die regen dich an, ja. Ja. So, wann wird ein Nocebo-Reiz, wann ruft er eine Nocebo-Antwort hervor? Wer reagiert darauf? Da ist nicht alleine der Reiz entscheidend. Natürlich gibt es ganz starke Reize, ja. Sondern wir haben hier systemische Faktoren und wir haben natürlich das Milieu des Patienten oder die Konditionierung, Erfahrung. Ja? Und wenn das sozusagen das Ganze auch noch triggert, Bedeutungswirkung, Informationswirkung, ja, dann haben wir es wirklich mit
physiologischen Effekten zu tun. Das Angstsystem wird getriggert, die ganze Biochemie im Körper wird in Gang gesetzt, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Und wir haben es eben mit physiologischen Veränderungen zu tun, die wir dann als Krankheit ansehen können. So, das ist auch etwas Schönes, wo man vielleicht noch eine letzte Geschichte nehmen kann. Einige kennen die vielleicht. Manchmal ist es, gerade in der Medizin übrigens, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man auch mal eine Information auslässt oder ändert. Ethisch wollen wir das jetzt nicht diskutieren. Kennen Sie die Geschichte von Edison, diesem berühmten Edison? Eines Tages kam der kleine Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter eine Mitteilung seiner Lehrerin. Er sagte ihr, die Lehrerin hat gesagt, dass ich nur dir diesen Brief geben darf. Die Augen seiner Mutter waren von Tränen erfüllt, als sie ihm diesen Brief laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule kann ihn nicht entsprechend fördern, da wir nicht genug gute Lehrer haben. Bitte unterrichten Sie ihn ab jetzt selbst. Hier könnte die Geschichte auch ändern und wir würden verstehen, okay, der war schon damals ein Genie, ja, und die Mutter hat jetzt noch ihren Teil hinzugetan, aber die endet hier noch nicht, die Geschichte, die geht weiter. Viele, viele Jahre später. Seine Mutter war längst gestorben und Thomas Edison, einer der größten Erfinder seines Jahrhunderts geworden, kramte er in alten Familiensachen. Plötzlich sah er in der Ecke einer Schreibtischschublade diese bewusste Mitteilung seiner ehemaligen Lehrerin für seine Mutter und öffnete sie. In dem Brief stand, Ihr Sohn ist geistig völlig unterbemittelt und wir möchten ihn nicht mehr an unserer Schule unterrichten. Edison weinte für Stunden und schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig unterbemitteltes Kind und wurde durch die heroische Tat seiner Mutter zu einem der größten Genies dieses Jahrhunderts. Das ist eine wahre Geschichte, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich Ähnliches hundertfach, tausendfach im menschlichen Alltag auch abspielen kann. Wir haben es, wenn wir über Exformation reden, mit Phänomenen zu tun, die in der Linguistik sehr gut erforscht sind, die aber außerhalb der Linguistik völlig unbekannt sind und leider eben auch in der Medizin. Wir sprechen in der Linguistik von Ellipsen. Wer kennt den Begriff Ellipse in der Sprache? Auslassung. Ja? Auslassung. Auslassung, ne? Präsupposition. Ja? Genau. Nullzeichen. Und wenn man sich das näher anschaut, also bei der Ellipse, es ist eben halt, kann man sich auch erklären, ja, da fehlt etwas, da mangelt etwas, ja, und das sind dann Dinge, wo wir gar nicht dran denken, ja, Sprache würde gar nicht funktionieren ohne dieses Elliptische, ja, wir lassen ständig etwas aus, weil es sonst total langweilig würde, ja, wir können zum Beispiel sagen, wir gehen heute Abendessen, ja, gemeinsam. Da steht jetzt nicht wann und wo, ja, aber trotzdem wissen das ja schon alle, ja. Wir haben ganz viele Aussagen, wo wir eben elliptisch, insbesondere auch, das ist jetzt natürlich aus einer anderen Zeit, was das Gendern betrifft, ja, dass also bis ja, vor 10 Jahren zum Beispiel nur eine Form angegeben wurde, meistens die maskuline, und es klar war, dass Frauen auch mitgedacht waren, ja. Das hat der Jakobsen herausgefunden. Also all das, was wir auslassen und trotzdem wird der Satz verständlich bleiben, ist eine Ellipse. Und diese Ellipsen machen eben, das fand ich auch ganz prima, das, was, der, was er sozusagen im Sinne von Schönheit gesagt hat. Aussagen gewinnen damit an Schönheit, ja, dass sie kürzer sind. Zum Beispiel ein Aphorismus, ja, es ist etwas unglaublich Tolles, etwas, was total gut funktioniert, ja, ein Aphorismus. Durch einen Aphorismus oder auch durch ein Gedicht ist nicht propositionale Erkenntnis möglich, ja, was Wissenschaftler oft abstreiten würden, ja. Und das Gleiche ist das, was wir mit einer Präsupposition
jetzt in der Philosophie ist dieser Begriff verbreitet, meinen, aber auch in der Linguistik. Also hier sind es auch sozusagen, es ist das Selbstverständliche, was wir voraussetzen. Ich könnte jetzt dem Daniel sagen, hast du jetzt aufgehört, deine Freundin zu schlagen? Das wäre so eine typische... Verzeih mir, dass ich dich jetzt mal ausgewählt habe. Ja. Also, einmal, wir wissen gar nicht, hat Daniel eine Freundin? Ja. Schlägt er sie? Wie oft? Regelmäßig? Ja. Das sollte niemand dazu jetzt. Genau. Ja. Es ist nicht der Fall, ja. Und trotzdem weiß jeder, so sprechen wir, ja. Das heißt, wir machen Voraussetzungen. Und insbesondere, wenn es um unsere Gesundheit geht, hören natürlich Patienten in der Arzt-Patienten-Kommunikation so viel heraus, was der Arzt gar nicht gesagt hat, ja, weil auch diese Kommunikation voll mit Ellipsen ist, also wenn man das jetzt als voll bezeichnen kann, ja, es ist eigentlich nichts, ja, und unglaublich viele Präsuppositionen enthält. Ja. Das ist zum Beispiel dann im nonverbalen Bereich der Fall, der Arzt macht gerade Ultraschall, ja, und stockt und sagt nur, nicht gut, ne? Und dann macht er noch mal weiter, sagt gar nichts mehr. Da können einige Patienten schon Angst bekommen. Das heißt, auch die Nichtinformation, die Exformation hat eine Wirkung. Und ich wollte jetzt mal ein lustiges Beispiel zum Schluss nehmen aus einer ganz fernen Sprache, aus einer nicht-indoeuropäischen Sprache. So, und im Finnischen gibt es einen tollen Satz, ich habe den mal angeschrieben, auf Finnisch nur so, dass man sieht, wie der aussieht, und habe den dann ins Deutsche übersetzt. Omama mansika, muma mustika, so heißt der Satz auf Finnisch. Und wenn man das übersetzt, eigenes Land Erdbeere, anderes Land Blaubeere, also kein Verb, ja. So, warum lachst du, Harald? Wie kann man diesen Satz jetzt verstehen? Das ist eine typische Exformation jetzt. Was bedeutet dieser Satz? Also kein Verb drin, aber man könnte jetzt sagen, okay, die Finnen sind sparsam mit Wörtern, die brauchen nicht so viele Verben. Ja, also die sagen einfach, die meinen vielleicht, das eigene Land ist eine Erdbeere, das andere Land ist eine Blaubeere. Und es ist jetzt hier auch noch künstlerisch sehr gut dargestellt. Ja. Ich glaube, Sie können nicht drauf kommen, ja. Welche Bedeutung, ja? Das eigene Land ist eine Blaubeere. Okay. Erdbeere. Ja. Und das andere, alle anderen Länder sind Blaubeere. Ja, oh, okay. Ja, aber vielleicht sind Erdbeeren dort kostbarer, weil sie nicht so häufig vorkommen. Genau. Genau. Ja, ganz wichtig, ja. Also man muss jetzt wissen, Blaubeeren wachsen in Finnland, überall, ja, und die werden auch geschätzt, Blaubeeren sind lecker, ja. Erdbeeren wachsen, wenn wir Glück haben, Mitte Juli, Anfang August haben wir aber wieder Frost, ja. Die Erdbeeren sind unglaublich süß, die sind viel süßer als hier. Also Erdbeeren sind eben wirklich kostbarer, ja, und darum... Im Englischen gibt es solche Sprichwörter, im Deutschen, ja, sozusagen, dass nichts geht über das eigene Land, ja. Und das sagt man in diesem kleinen Satz aus. Kommen wir noch zu einem Phänomen, was wir schon so ein bisschen hatten, zu den sogenannten Nullzeichen, beziehungsweise den Leerstellen in der Kommunikation. Das ist auch wiederum interessant, weil wir dieses Phänomen auch in Landschaften oder in der Architektur haben. In der Architektursemiotik beschäftigt man sich zum Beispiel mit Lücken im Stadtbild. Und jede Stadt hat so etwas, ja, wo plötzlich eine Lücke ist. Ja. Und diese Lücken werden von Architekten natürlich auch thematisiert. Ja. Ist es jetzt eine intentionale Lücke, die eine Bedeutung hat? Ja. Zum Beispiel die Gedächtniskirche in West-Berlin, ja, ist so eine Lücke, ja. Die hat man ganz bewusst nicht wieder aufgebaut. Ja. Sie steht für etwas, ja, aber für etwas, was sie selbst nicht ist, sondern für etwas anderes, was man erst wissen muss, was man über einen Prozess der Exformation sozusagen in dem Paradigma und nicht im Syntagma herauslesen kann. Und semiotisch ist also die Unterbrechung oder Abwesenheit eines Zeichens in einem bestimmten Kontext dennoch auch ein Zeichen.
Und ganz absurd oder paradox wird es letztendlich, wenn wir in der Kommunikation es mit Tabus zu tun haben. Also etwas, worüber man nicht spricht und wir doch darüber sprechen, aber das auf eine Art und Weise machen, dass wir die Etikette nicht verletzen. Jeder weiß, worüber ich spreche und trotzdem muss ich es nicht explizit sagen. Also das ist sozusagen die ganz hohe Form. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir diese Phänomene kennen, dass wir wissen, dass Informationen heilen können, aber auch toxisch sein können, dass Informationen wirken, ja, ein Eigenleben haben und dass auch das, wo eben wir meinen, wo keine Information mehr da ist, auch eine Wirkung hat. Ja, dass wir also eigentlich das, was wir in anderen Bereichen als Achtsamkeit benennen, dass wir so eine achtsame Grundhaltung unbedingt in der Kommunikation aufbauen müssen. Und ich möchte hier auch schließen, Andreas Masche und mich verbindet Sri Aurobindo. Ja, ich glaube, das Erste, was wir über Bewusstsein gelesen haben, bei dir gilt es auch, ja, war eben halt von Satprem das Buch Sri Aurobindo, das Abenteuer des Bewusstseins. Ich habe es vor 30 Jahren, glaube ich, gelesen. Ja. Ja, und deshalb ein Satz von Sri Aurobindo, der lautet, Glaube ist eine Intuition, die nicht nur auf bestätigende Erfahrung wartet, sondern zu Erfahrung führt. Und wenn man das auf Heilung überträgt, dann versteht man vielleicht auch viel besser, wie Heilung funktioniert und dass ein Pharmakon für die Heilung auch ein Wort sein kann. Danke. Applaus